Herzlich willkommen bei Neue Horizonte TV unterwegs. Heute ist der 12. Juli 2018 und was wir jetzt hören werden, ist eine kleine Sensation oder zumindest etwas sehr, sehr Überraschendes. Ein Coming-out von Dr. Ulrich Werth hier in Valencia. Uli, das ist jetzt das erste Mal heute, dass du bereit, was heißt bereit, du warst schon immer bereit, aber dass du darüber sprechen willst, was du um Ostern 2018 bei dir entdeckt hast und behandelt hast. Ja, kann ich damit anfangen? Ja. Gut. Also danach können wir ja nochmal zurückblicken. Ja. Also ich hatte, also die kurze Zeit davor, monatelang, hatte ich eigentlich schon, wenn ich aufstehe, das Gefühl, du bist steif, nach vorne gebeugt, du musst erst in Gang kommen. Und alles, was mir die Patienten, die Parkinson-Patienten erzählen. Und dann hatte ich auch manchmal das Gefühl, die Zunge ist schwer, die bewegt sich nicht richtig und nicht so spontan jedenfalls. Auch war meiner Freundin aufgefallen, Iris, dass ich sehr viel überlege, bevor ich überhaupt reagiere. So. Mhm. Ich meine, jetzt wäre mal gefilmt, da ist das vielleicht normal, noch ein bisschen mehr zu überlegen. Aber trotzdem sagt die, alles, was du den Patienten erzählst, die müssen immer erst denken, bevor sie sich bewegen oder bevor sie anfangen loszureden und lachen immer ein bisschen später als die anderen. So ungefähr, ich glaube, das hast du auch, sagt die. Mhm. Aber dadurch, dass ich ja an der Quelle bin und 5000 Parkinson-Patienten erfolgreich behandelt habe, ich sage zu ihr, na, wenn du das so siehst, ich sehe es eigentlich auch so. Ich habe mich bloß nicht getraut, also mir war das noch nicht so bewusst. Theoretisch dachte ich, nach dem Lebensweg musste ja eigentlich auch Parkinson kriegen, weil die Parkinson-Patienten ja immer ein emotionales Trauma einer Vorgeschichte hatten. Und da habe ich gedacht, na, solche Traumen hast du mindestens auch gehabt. Und theoretisch müsstest du Parkinson haben. Aber ich habe mich noch nicht getraut, das zuzugeben, aber zusammen. So eine Art Betriebsblindheit. Denn auch, ja, man verdrängt es ja auch eine ganze Weile. Klar. Zusammen mit Iris habe ich dann drüber gesprochen beim Eisessen. Ich kann mich noch ganz genau an den Moment erinnern und dann sagte ich, na und? Wenn du weißt, dass deine Nadeln keine Nebenwirkungen, nur positive Wirkungen haben und wenn es vorbeugend ist, aber dann machen wir es gleich. Gut, hast du noch genug Nadeln zu Hause? Ja, gut. Da habe ich ein Blatt genommen, alles aufgemalt, wie bei meinen Patienten auch. Mhm. Allerdings auch Luxusausstattung. Das heißt, so viel Nadeln für die größeren Rinne, damit die gleich schneller reagiert und alles. Extra pyramidales System, alles stimuliert. Und dann haben wir die Nadeln eingepflanzt und habe ich gedacht, na gut. Gut, mal sehen, was passiert. Desinfektionsmittel und Pflasterspray drauf. Und sag ich, ja, jetzt muss ich das erstmal verarbeiten. Jetzt gehen wir runter ins Café. Mhm. Einmal sagt die, deine Mimik ist ja so spontan. Mhm. Ich sag, ja, stimmt. Mhm. Ich gehe auch ganz locker und gerade. Was ist denn los? Mhm. Hatte ich wirklich was gehabt? Beginnenden Parkinson. Oh, wo kann es herkommen? Ja, emotionale Traum. Dann haben wir da angefangen rumzualbern, weil ich auf einmal so heiter war, so, mich so gefreut habe, wie schön das Leben sein kann. Mhm. Genau das erzählen mir die Patienten auch. Mhm. Dann habe ich das erstmal genossen, habe da Witze erzählt. Zwischendurch fiel mir noch ein Lied ein, singe da und so sagst, Mensch, du hattest wirklich Parkinson. Ja. Auch wenn du es jetzt nicht den Dart scannen oder sonst was. Ja, brauchst du ja nicht. Brauchst du ja nicht. Wenn du an der Quelle schaden kannst. Genau, wichtig ist ja, wie du dich fühlst. Und ich kann es ja bestätigen, wir haben uns im März hier gesehen, wo ich und meine Freundin auch gesagt haben: meine Güte. Irgendwo da, so langsam, bedächtig, immer erst denken, bevor ich reagiere und so. Ja. Das war typisch.
Und als wir uns dann in Stuttgart sahen, ja, im April, Mitte April, da habe ich dich ja kaum wiedererkannt. Da habe ich dir auch gesagt, ey, was ist los? Was ist los mit dir? Du gehst ganz anders. Ja? Ja. Diese Betriebsblindheit ist halt normal. Wir hatten jetzt ja zwei Fälle dokumentiert, die Frau Seglers und auch den Herrn Güth, wo beides mal nur mit umgekehrten Vorzeichen, also der Ehepartner die Diagnose Krebs bekam und ein Jahr später der Partner Parkinson. Hm. Ja, und ne, Frau Seglers hat mir das also auch nochmal eben vorhin bestätigt, dass da so eine Art Welt in ihr zusammenbrach. Und du hattest ja auch, wann war es, 2008, 2009, wann war der dieser Prozess, der dich dieser Prozess heute Morgen, nach Kanada. Weil ich wusste, wir machen eine Sendung, ist nochmal mein ganzes Leben so an mir abgelaufen. Vielleicht kann ich das kurz zusammenfassen. Mhm. Also gerne. In der Schule und im Elternhaus hatte ich das größte Verständnis, die haben gesagt, dein Talent muss gefördert werden. Meine Klassenlehrerin, die glaubte zu der Zeit auch noch, dass der Sozialismus so eine menschliche Gesellschaft ist. Uli ist genial, kann genial werden, der kann fragen, was er will. Die hatte so ein Rückgrat, dass die Lehrer alle meine Fragen beantworten mussten. Ich habe populärwissenschaftliche Bücher gelesen und habe mich mit denen schon in wissenschaftlichen Meinungsstreit geübt sozusagen. Mhm. Die haben ja damals gedacht, das wird eine Gesellschaft, eine humane Gesellschaft für immer. Und das hat sich ja nachher nicht bestätigt. Aber unter diesen Bedingungen kam ich natürlich als geförderter Sokrates noch ins Leben und habe nur Positives als Sunny Boy erlebt. So, alles war schön. So, und dann kam ich nachher nach meinem Studium, bin ich zu Professor Matthies gegangen, dem Begründer der Neurobiologie. Wir hatten Hightech, das war noch die Krönung. Mhm. Das ist heute noch aktuell, was wir da in der Gedächtnisforschung gemacht haben. Aber da ist mir jetzt, nachdem ich nochmal rückblickend mein Leben betrachtet habe, auch mir aufgefallen, dass er irgendwas mit dem Matthies, dass er so viel Macht hatte. Die ganze Welt kam dahin, dass er diese modernste Technik hatte, die eigentlich so geheime Technik beim Militär und sowas auch ist. So Gedächtnisforschung, wir hatten die Intelligenzpille für die Menschheit schon entworfen, plötzlich. Und zwei Ereignisse. Ich habe gesagt, ich gehe damit in die Praxis, wir müssen den Menschen helfen. Das hat überhaupt nicht, da hat er mir so viel Steine in den Weg gelegt, das wollte er nicht. Und das andere war, Professor Matthies war eigentlich ein Mensch, der immer eine Lösung fand, ein echter Wissenschaftler. Ja. Jetzt plötzlich produziert der Magnirot, was überhaupt nicht in die Nervenzellen kommt. Also dann haben sie noch ein bisschen verbreitet, es verbessert auch das Gedächtnis, stimmt nicht. Ich habe das Gefühl, dass irgendwelche dunklen Mächte da verhindern wollten, dass die Menschheit diese Intelligenzpille kriegt. Und heute habe ich ja jetzt den Weg gefunden, das ist jetzt im Tierversuchsstadium und die Uni, der Rektor denkt, das funktioniert nicht, aber ich bin mir sicher, das funktioniert. Es wird diese Pille geben, aber wir wissen noch nicht, wie das alles ausgeht, weil nicht alle freuen sich, wenn die Menschheit intelligenter wird. Das mal dazu. Ja. Aber da war schon mal mein erster Schock, wieso soll ich das nicht in der Praxis anwenden? Mhm. Die Gesellschaft ist wohl doch nicht so rosig, wie ich das als Kind erlebt habe. Ja. So, und dann nachher kam, dass ich kein IM, also für die Stasi nicht gesagt, einen Wutanfall gekriegt habe. Ich mache das nicht, lass mich zufrieden. Mhm. Und ich habe so viele Jahre Facharztprüfung machen müssen, bis die Wende kam. 15 Jahre. Habe ja für das Beste draus gemacht, also sehr viel gelernt. Mhm. Aber trotzdem war das eben schon, dass ich immer wieder angeeckt bin. Das waren natürlich für mich auch emotionale Traumen, muss man sagen. Ich habe in dieser Facharztausbildung, ist mir nochmal eingefallen, immer wieder kennzeichnend für mich war Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit, Wahrheitsliebe, deswegen Wissenschaftler, weil ich wissen will, was wirklich wahr ist und den Menschen helfen will.
Mir fällt da so eins ein. Ich war dann Stationsarzt in der Nervklinik in Halslehm. Und da habe ich mich total reingekniet, diese armen Patienten, die da schon über 20, 30 Jahre eingesperrt waren und wegen einer Lappalie eigentlich manchmal reingekommen waren und als psychisch krank gehalten und drin bleiben mussten und so, die habe ich dann rehabilitiert, also Arbeit besorgt und so weiter. Und alles, die kamen nachher und hatten wieder eine Freundin gefunden und ein tolles Leben. Ja. Die habe ich sozusagen befreit, wurde die halbe Station leer. Und auf einmal kamen von oben von der Partei die Betten, werden nicht ausgelastet. Dr. Wert muss versetzt werden. Und dann hat sich der Patientenratsvorsitzende, der mir immer geholfen hat, weil sie wussten, jetzt kommen sie die nächsten Jahrzehnte nicht mehr raus, mit Benzin übergossen und öffentlich verbrannt. Weil ich war der Befreier und als ich weg war, die mich sozusagen daran gehindert haben, weiterzumachen. Ja. Solche Erlebnisse, das waren natürlich auch emotionale Traum für mich, die absolut damals schon waren. Ja. So, später, nach der Wende, zur Wendezeit habe ich meine Facharztprüfung gemacht, habe die Professoren alle in Erstaunen versetzt, sogar den, der mich da bei der Stasi angeschwärzt hatte und gesagt hat, er ist befangen. Ich habe gesagt, bleiben Sie ruhig drin. Das ist mir ein Vergnügen, Ihnen das zu zeigen, was ich inzwischen alles weiß. Und damit habe ich das also mit Bravour gemacht. Dann war erst mal eine glückliche Zeit. Ich habe mich niedergelassen als Nervenarzt und habe auch dieses Denken nicht verlernt, neurobiologisches Denken, wie das Gehirn funktioniert. Habe dann die Grenzen der jetzigen Schulmedizin erkannt und war in China, habe Akupunktur gelernt und habe diese Akupunktur immer weiterentwickelt und war dann der Akupunktur von Magdeburg, der legendäre. Dadurch habe ich den Wunsch gehabt, die Patienten nur noch einmal krank und danach nur noch glücklich zu sehen und hatte die ewige Nadel entdeckt, hat mir ja das Universum geholfen, sag ich mal. Auch durch einen Fehler. Ja, aber das ist jetzt so typisch für mich, für mein Leben, emotionales Trauma, Schock. Ich bleibe aber aufrecht, ich glaube an die Hilfe der geistigen Welt, muss ich sagen. Und so war es, meine Schutzengel, die waren immer da, wenn es darauf ankam. Und mit dieser ewigen Nadel bin ich ja dann angeeckt an den Konzernstaat, oder wie man das jetzt nennen will, der die von der Pharmaindustrie, von den Konzernen regiert wird. So, die Regierung ist ja gekauft, also das ist nun mal so. Und da ist es ja bis zu diesem Prozess gekommen. Da wurde ich als Angeklagter, also hingestellt. Ich war aber 2010, war ich auch mal der stolzeste Angeklagte, muss ich sagen, weil ich wusste, ich habe ein reines Gewissen. Ich habe nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt. Dann saß da ein Hauptbelastungszeuge, der war von also erstmal ging es sowieso bloß, dass ich die besten Rechtsanwälte hatte, weil mir wieder Schutzengel in Form von reichen Patienten das Geld gegeben haben, damit ich die besten Rechtsanwälte haben konnte, die mich dann auch super verteidigt haben. Dann kam da so ein Hauptbelastungszeuge, da habe ich vorher gewusst, der hatte Bronzemedaille von Mielke, also Stasi, Held gewesen, so mit denen hat also Staatsanwalt zusammengearbeitet, die Polizei. Es ist also immer die einen, die sind die Verräter von Natur aus und die anderen sind die Ehrlichen, die versuchen die Welt zu erleuchten, wie ich jetzt. Aber ich bin stolz auf meinen Weg und es ist offensichtlich mein Seelenplan und bin auch glücklich, weil es immer wieder Glücksmomente gab. Denn zum Beispiel dieser Stasi-Mensch, der mich da belassen wollte, da sagt der Staatsanwalt, was? Alle haben sich beschwert gegen Dr. Wert und außerdem war es so teuer und hilft nicht. Haben Sie den Namen? Und dann holt er die Liste aus meinem Computer raus, wo alle meine Freunde draufstehen. Und da sagt der Rechtsanwalt, dann wollen wir die doch mal hören als Zeugen. Wollte aber der Richter irgendwie nicht, der muss das im Gefühl gehabt haben. Und dann sagt mein Rechtsanwalt, ja, dieser Zeuge ist aber ein
Fall für Sie. Und er sagte, weiß ich selber. Mhm. Später hat mir dann noch eine solche Verräterin, hat dann nachher gesagt, ja, der ist danach gleich in die Psychiatrie gekommen. Also dadurch wurde ja dann nicht bestraft. Aber dass man das von deinem Computer runtergezogen hat. Der hatte das ja runtergezogen und gelogen. Ja. Mhm. Also sind ja zwei Straftaten. Ja. Aber so wichtig war ja, was das mit dir gemacht hat. Immer wieder bestätigt kriegte, die guten Geister, Schutzengel und so weiter, die helfen mir doch, wenn es hart auf hart kommt. So brenzlig, wie es auch immer war. Mhm. Aber du bist ja dann, so wenn ich mich recht erinnere, erst mal ein halbes Jahr oder eine Zeit lang in Kanada gewesen. Hast dich auch behandeln lassen? Ja, oder? Ja, das war noch so ein Ding. Also da hatte ich Tabletten, der Professor von der Kardiologie. Also mir hat er gesagt, ich soll die nehmen. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ein Rezept von ihm brauche ich nicht, das kann ich mir selbst verschreiben in Spanien. Und da kriegte ich so ein Vorflattern. Und dann hat er mich angerufen, er will mich am Herzen operieren oder so. Ich sagte, nein. Mhm. Ich hatte das Gefühl, die könnten für ein paar Millionen, könnten die mich umbringen. Es gibt Ärzte, die unbequeme Menschen umbringen. Ich weiß es von dem chilenischen Dichter Pablo Neruda. Mhm. Der wollte die Befreiung gegen Pinochet organisieren, war im Krankenhaus wegen Prostata im guten Zustand, kriegt einen Tropf und ist tot. Mhm. War ganz klar, dass der umgebracht wurde. Mhm. Sowas gibt es, solche Menschen in Anführungsstrichen. Ja. Das sind ja eigentlich keine. Doch, aber sie haben den freien Willen dazu benutzt, sich vom Licht abzuwenden. Ja, genau. Das ist, und deswegen habe ich gesagt, nee, wir hatten sowieso eine Reise nach Kanada und habe gesagt, gut, lass mich da operieren. Mhm. Dann habe ich aber, damit der Richter weiß, dass ich wiederkomme und mich nicht drücken will, habe ich den nochmal angerufen und dann kam es nachher später zu der Einstellung des Verfahrens. So. Mhm. Also ich meine, mit meiner Ehrlichkeit hatte ich auch oft wieder ganz viel Glück. Mhm. Ja, also letzten Endes sage ich mal, ich habe ein glückliches Leben und wenn ich jetzt ein bisschen Parkinson habe, dann mit den Nadeln geht das wieder weg. Mhm. Nach diesen Schocks, die man ja erstmal verarbeiten muss, wurde ja eingestellt. Jetzt im Moment warten wir noch auf die Approbation in Deutschland. Damit die Forschung für Alzheimer, die Studie mit der Uni stattfinden kann und dass wir wirklich vielen Menschen helfen können. Wenn ich das so sage, das Amt braucht ewig, ich könnte mich jetzt wieder ärgern, aber ich mache es nicht. Mhm. Ich sage, wenn ich mir Zeit lasse, lebe ich so lange, dann habe ich den längeren Atem. Mhm. Und kann meine Mission für die Befreiung der Menschen von Krankheit und von Unterdrückung letzten Endes ja auch immer weitergehen. Und nicht hierher zu kommen, bedarf ja sozusagen eines Riesenschrittes. Also nicht nur sich in den Flieger zu setzen, ne, sondern auch einen bestimmten Betrag in die Hand zu nehmen und zu sagen, ich bin für mein Leben selber verantwortlich. Und das haben wir jetzt bei der Frau Silvias auch wunderbar gesehen. Die hat das entschieden. Und zwar ohne das Wissen ihres Neurologen, weil viele Neurologen dafür noch nicht offen sind. Die haben vielleicht schon davon gehört, aber das passt nicht in ihr Weltbild. Mm. Ja, weil unheilbar ist unheilbar. Mm. Also, das ist noch ein großer, also noch ein Weg. Ich sage jetzt nicht Kampf, weil wir machen es ja im Einklang mit der Welt. Die Strömung derjenigen, die wissen, dass die Schulmedizin also hinterm Mond ist und in vielen Bereichen, also wichtig ist für den Akut, für Akutversorgung sind wir froh, dass wir Defibrillator haben oder solche Sachen. Aber gerade bei chronischen Erkrankungen hat sie ein anderes Weltbild. Mhm. Und du spürst jetzt... Ich kann jetzt nochmal dazu sagen, weil... Mir hilft meine eigene Entdeckung, meine eigene Behandlung, wieder fit zu sein. So, es ist wirklich
muss ich sagen, leben wie Tag und Nacht. Mhm. Mit Parkinson oder mit den Nadeln und mit allmählich verschwindenden Parkinson. So. Ja. Das ist so schön und macht mich jetzt selber so glücklich, dass ich, also ich hatte mir nicht einmal Gedanken gemacht, oh, weia, du hast so eine schlimme Krankheit. Mhm. Nein, es war klar. Es wurde harmonisch, passte das genau in meinen ganzen Lebensablauf rein. Und wenn ich jetzt mal überlege, welche Professoren würden sich denn da ihre Pillen einverleiben oder ihren Hirnschritt machen, wenn sie Parkinson kriegen? Welche von dieser Parkinson-Szene, die da führend sind, ich meine, wenn die kann auch mal diese Krankheit erwischen. Ich weiß das jetzt von einem Professor aus Tübingen. Da hat eine Kollegin vor mir, die hatte auch Parkinson, hat die Nadel gekriegt und ging es ihr auch besser. Und da hat er gesagt, unter vier Augen, sage ich Ihnen, wenn ich jetzt diese Krankheit kriegen würde, ich wäre auch bei Doktor werden. Aber ich darf es nicht öffentlich sagen. Ich meine, welcher Onkologe würde, wenn er selbst Krebs bekommt, tatsächlich eine Chemo machen, ne? Oder seiner Frau. Aber die Nadeln, die kann ich mir selbst machen und mit Hilfe von jemandem. Ja. So, und das ist ein gutes Gefühl. Das, was ich den Patienten antue, in Anführungsstrichen, tue ich mir selber auch an, gerne. Ja. Ja, ich kenne das von Rupert Sheldrake zum Beispiel. Der hat lange darüber geschrieben, dass Gebete helfen. Ja. Also die Aufmerksamkeit für einen Menschen, auf einen Menschen, dass es ihm wesentlich schneller besser geht. Ja. Und dann wurde er quasi ferngesteuerten Japaner mit einem Wahnsinnsmesser angegriffen. Und man hat sich dazwischen gehupt, sodass es nur ins Bein ging. Aber eine heftigste Wunde. Und dann haben viele Leute für ihn gebetet. Mhm. Und die Ärzte standen vor einem Rätsel, wie eine solch tiefe Wunde so schnell heilt. Und da habe ich ihm auch gesagt, Rupert, du wolltest wahrscheinlich das mal am eigenen Leibe erfahren. Ja, das, was du sozusagen in der Theorie der morphischen Felder über die Wirkung von Gebeten geschrieben hast, dass es tatsächlich so ist am eigenen Leibe. Mhm. Ja. Mhm. Ja, das heißt, da ist sogar noch Luft. Ja, du hast ja gesagt, 9 Monate bedarf es sozusagen. Bis zur Stabilisierung. Bis zur richtigen Stabilisierung. Dazwischen gibt es noch Wellentäler sozusagen. Das heißt, jetzt Ostern, dann haben wir ein paar Monate. Ich habe jetzt auch manchmal noch, wenn ich morgens aufstehe, wenn noch krumm und so, dann springe ich erstmal ins Meer, dann lockere ich mich etwas und. Ich kann mich jetzt auf jeden Fall noch viel besser in die Lage des Patienten versetzen. Ja. Also wie es ist, wenn es einem nicht gut geht mit Parkinson und wie toll das ist, wenn man dann wie neu geboren sich fühlt, wenn man die ewige Nadel hat. Also wir haben es ja gehört, die ewige Nadel verleiht Flügel. Mhm. Die fühlen sich ja alle so wie auf Flügel. Und das war bei mir auch. Mhm. Total locker. Mhm. Das ist einfach schön. Mhm. Also es ist fällt mir immer so ein Beispiel ein, wir hatten in der Küche ein Ceranfeld und ich saß direkt daneben beim Mittagessen und dann wurde das nachgekühlt, ne, wenn es ausgeschaltet war. Und erst in dem Moment, wo das Geräusch weg war, fiel mir auf, was für eine Erleichterung. Ja, also dass man sich an etwas gewöhnt hatte, an sozusagen einen Stress, eine Stressursache und auf einmal ist sie weg. Das ist vielleicht auch für diejenigen, die so nicht genau wissen, ob sie Parkinson haben, jetzt, die das sehen, dass sie einfach sich mal sagen, vielleicht sollte ich doch mal mit der ewigen Nadel probieren und habe dann das Gefühl der Erlösung. Mhm. Mhm. Das ist, also ich war mir ja auch nicht 100%ig sicher oder wollte es nicht so richtig wahrhaben, erst bis ich dann gesagt habe, ja, schaden kann es nicht. Aber wie wir so sagen als Mediziner, ex juvantibus, konnten wir danach die Diagnose stellen. Und es ist wirklich so. Mhm. Mhm. Ja. Das heißt, du wirst in diesem Jahr 70. Ja. Und
Ich kann mich erinnern, du hast mir vor einem Jahr mal, oder als wir uns das erste Mal in Leipzig sahen, hast du gesagt, so, bis 120 möchte ich arbeiten. Mhm. Und die restlichen 30 Jahre, weiß nicht, was jetzt so dran ist, damals hast du gesagt, Sex und Malen. Ja. Das hast du damals gesagt. Jetzt hat mich mal eine gefragt, dann willst du eigentlich nur noch machen, was dir Spaß macht. Ja. Da habe ich gesagt, na, Sex und Malen. Liebe und Malen, sag ich mir dann lieber. Nee, das heißt, für dich gibt es überhaupt keinen Grund, jetzt irgendwie zu sagen, Rente oder sowas. Gar nicht. Ja, sondern du machst jetzt weiter. Jetzt geht das Leben erst richtig los. Ja. Weil ich halt genug ewige Nadeln im Ohr habe. Ja. Und das sehe ich ja bei meinen Patienten auch, die 14 oder 16 Jahre mit den ewigen Nadeln rumlaufen, die sind nicht mehr tot zu kriegen. Nicht mehr tot zu kriegen? Ja, vor Kaiser, ja. Frau Kaiser hat jetzt mehrere Operationen gehabt und ist immer wieder auferstanden. Tatsächlich. Und fühlt sich total fit. Ja. Ja, und Frau Kunze, die jetzt 90 wird, noch mehr. Sie machen richtig charmanten Eindruck noch. Absolut, ja, ich habe sie ja kennenlernen dürfen. So. Aber eins sage ich Ihnen, hat sie dann in die Kamera gesagt, gehen Sie bloß nicht in Altersheim, da werden Sie erst alt gemacht. Das war so ihre Hauptbotschaft. Ja. Geht noch tanzen, beziehungsweise Gospel-Chor. Ja, das heißt, jetzt geht es erst richtig los. In ein paar Monaten wird sich das noch weiter stabilisiert haben. Ja. Und jetzt schauen wir mal, was das mit der Approbation in Deutschland ist. Da hat sich bisher nichts bewegt. Also, naja, es ist schon, also jetzt... Weil ja, ich nur für die, die das noch gar nicht wissen, dass... Ja, der Antrag ist im letzten September gestellt worden. Universitäten haben geschrieben, sie brauchen mich dringend für die Doppelbindstudie, damit, wenn es jetzt eine Alzheimer-Therapie gibt, so wie das die Patienten von Dr. Werth beweisen, dann muss das jetzt der wissenschaftlichen Welt bewiesen werden durch eine Doppelbindstudie. Das will ich machen. Ich habe Sponsoren, ich habe den Prüfplan, alles ist fertig. Ja. Am 8. September voriges Jahr habe ich den Antrag nochmal auf Wiedererteilung der Approbation gestellt. Da kriegte ich überhaupt keine Antwort. Dann habe ich angerufen und dann hat sie gesagt, naja, können Sie nicht eigentlich den Rechtsanwalt mit rausnehmen, dann geht es schneller, aber da passiert, habe ich gesagt, gut, kein Problem, mache ich sofort und ohne Rechtsanwalt ging es aber auch nicht schneller und dann habe ich nochmal geschrieben, wenn ich jetzt nicht endlich wenigstens einen Eingangsbescheid kriege, dann beauftrage ich wieder einen Rechtsanwalt und dann hatte ich an dem Tag noch eine Antwort, einen Satz, wir bearbeiten das. Mhm. Ja, ich habe tatsächlich in Halle auch angerufen. Sie hat aber noch geschrieben, sie hat es nicht verlangt, dass ein Rechtsanwalt rausnehmen soll. Naja, gut. Aber sie hat es, ich sag mal, hat es mir im Mund gelegt, aber offen gelassen. Ja. So, das muss ich jetzt nochmal so sagen, das sind zwei Meinungen, aber bloß nicht, dass ich was Falsches behaupte. Und jetzt habe ich einen, der hat seinen Vater rausgehauen. Der Vater hatte was mit Amalgam publiziert und hat Spießrutenlauf gemacht, weil er den Menschen helfen wollte. Dem hat er geholfen. Er hat noch anderen Pionieren zur vollständigen Rehabilitation geholfen. Und jetzt habe ich ihm gerade das Mandat übergeben, weil er total mit Herz und Seele motiviert ist. Ja. Weil er sagt, es ist immer so, wenn einer was erfindet, ganz auch wenn es nicht mal direkt die Pharmaindustrie betrifft oder so, der wird immer erstmal gemobbt, wer was Gutes erfindet und hat jahrzehntelang Spießrutenlauf und der will mich praktisch davon erlösen, haben wieder die Schutzengel geschickt wahrscheinlich. Okay. Und der hat jetzt geschrieben an das Amt, er bittet um Akteneinsicht. Habe ich vorhin gerade eine E-Mail gekriegt. Also er meinte, aus dieser Unterschriftensammlung, die vielen Unterschriften und solche Briefe von Patienten, von Angehörigen von Patienten, meine Mutter wird sterben, weil Dr. Werth nicht in Deutschland praktizieren darf. Sie hat Alzheimer, fortgeschrittenes Stadium und ist nicht mehr reisefähig, kann nicht mehr nach Valencia. Das hat interessiert keinen. Wir lassen einfach alle krepieren. Also das ist
So ist der Bürokratismus nun mal. Das sozusagen loszulassen, gesagt, ich gehe trotzdem meinen Weg. Ja, ja. Genau. Ich bin jetzt nicht mehr so schockiert von dem System. Ich habe ja genug Enttäuschung, sag ich mal, erlebt. Und jetzt weiß ich, beim Rechtsanwalt reagieren sie. Und wenn die Menschen einen Aufstand machen, das dauert lange, bis sie da reagieren. Das müssen dann schon Tausende sein, gleichzeitig viele Tausende. Sonst tut sich nichts. Traurig, aber wahr. Aber wir gehen den Weg weiter. Einfach weitergehen. Ja. Also kämpfen, das Wort kämpfen... Ist ja, immer viele, so ein bisschen verkrampft, ja. Ja. Deswegen sage ich, nicht, dass da man vielleicht irgendwann übers Ziel hinausschießt und dann doch ins Urteilen wiederkommt. Ja. Sie ich lamentiere so, nicht da. Und ja. Das lässt sich jetzt nicht mehr aufhalten. Dieses Wissen ist da. Es ist auch im Internet jetzt vorhanden, dass es die Methode gibt und dass es, also gerade jetzt auf Alzheimer auch nochmal, so schnell innerhalb von 24 Stunden wirkt, ja, dass die Menschen sich wieder erinnern können und. Und du hast jetzt durch die Nadeln, die du dir selber gegeben hast, nochmal eine Art Startschuss. Jetzt habe ich die Energie. Also nochmal mehr Energie. Ja, das merkt man. Das merkt man, ja. Also, hast du auch gesehen? Ja, schon. Ja, ich kann 14. April oder so haben wir uns in Stuttgart gesehen. Ja, was ist los? Ja, viel lebendiger. Fühle ich mich auch. Du gehst ganz anders. So. Manchmal mache ich einen Witz draus. Also Parkinson-Patienten müssen erst denken und sprechen dann. Ja. Dann sage ich, jetzt mache ich es umgekehrt. Ich spreche erst. Was hast du eben gar nicht gesagt? Jawohl, prima. Die Spontanität ist wieder da. Ist wieder da, richtig schön. Ja, ich kann nur sagen, ich freue mich mit dir. Und wenn es dir gut geht, dann dient es allen. Ja, das ist schön. Ja, vielen Dank für deine Offenheit, dieses Coming Out. Ja. Ja, es ist ja keine Schande, meine Güte. Ganz im Gegenteil, hey, das ist das Leben. Ja? Ja. Und du kannst es nicht einfach vorprogrammieren und dann wird dir der Schleier weggezogen. Ups. Nein. Ja, ich ja auch. Ehrlich wäre am längsten, haben wir immer gesagt. Ja. Früher, das stimmt. Ja. Und das stimmt. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank und liebe Zuschauer, immer wieder kann ich sagen, das Wort unheilbar streichen Sie aus Ihrem Vokabular und trauen Sie sich, über die Dinge zu sprechen, trauen Sie sich hinzuschauen, wie, ich sage immer, die Seele über den Körper als ihre Harfe, ja, der Körper als Harfe der Seele, sie zur Einheit mit sich selbst ruft und dieses Interview soll auch ein Stück Mut machen, den Dingen tatsächlich in die Augen zu schauen. In diesem Sinne sage ich Tschüss.